4.2.2023, der erste Samstag im Februar, und der Filvo steht unter der A44. Was kann das wohl bedeuten? Ach, gucke mal an. Kommen aus einer anderen Ecke raus heute. Ein paar Meter gespart, die Schlawiner. Ja, habt ihr ernsthaft geglaubt, ihr könntet abkürzen, nur weil ich nicht dabei bin? Erwischt, erwischt. So. Immer nur Straße, immer nur Asphalt. Die 2020er Ausgabe, die wirkt noch nach, wie man sieht. Schnell noch eine normale Szene, bevor der rustikale Teil kommt. Ordentlich Wasser im Iterbach und schöne weiche Wiesen. Keine schlechten Bedingungen heute. Das ist die Stelle mit der oftmals idealen Viskosität. Irgendeiner hat hier aber mal Stufen reingebaggert. Das sieht verdächtig aus. Ich muss sagen, der Streckenzustand vielversprechend. Hier hatten wir es schon mal trockener. Aha, der Abstieg. Mit Stufen geebnet. Ah ja. Also eigentlich einmal rutschen, ne? Wie man will, ne? Ja, die Wassertiefe ist geringer, weil hier jetzt Geröll von der Strömung hier an den Rand getrieben wurde und wir nicht mehr auf der Betonrinne gehen. Ja, ich tippe mal, das Hochwasser hat vielleicht ein paar Steine da reingespült, oder die haben hier bei dem Ausbau, jedenfalls der Betonboden, der war jetzt nicht mehr erreichbar, deswegen war die Wassertiefe auch so lächerlich gering im Vergleich. Aber welcher völlig kranke Vollidiot hat das eigentlich angefangen? Kommt man nur auf so eine Scheißidee. Jetzt kommt der riskante Teil, über die Steine balancieren. Oh, die Furt ist abgezäunt. Was soll ich denn davon halten? Die haben meinen Weg zugemacht. Das ist aber gemein, die Leute dazu zu animieren, über die Trittsteine zu gehen, weil das ist viel gefährlicher. Na, schauen wir mal. Und hier haben sie ein Stacheldraht, dass man von der Seite nicht reinkommt. Die machen das, die zwingen einen, den unsichersten Weg zu nehmen. Wie krank ist das denn? Ja, der Abzweig, der Einstieg in den Weg ist ein bisschen rustikaler geworden, wie man sieht. War das? Neue Ausblicke. Pot goes up, must come down. Oh, wie bei der Weinprobe zwischen den Gängen nochmal Geschmack neutralisieren. Also mal ein kleines Stück Asphalt zwischendurch. Ihr müsst hier rüberkommen, hier ist schön nass. Aha. Hat sich die Spur hier verfeinert. Man kann da klettern, man kann hier gehen. Je nachdem, wie hoch man die Füße heben will.
oder ob man sich bücken will. Gehen wir nochmal um. Ja, wunderbar. Von solchen Bäubchen lassen wir uns ja nicht irritieren. Höckerlinie, Bahnlinie und wir. So, hier hat sich das Asphaltsparen mittlerweile durchgesetzt. Das ist erfreulich. Ja, da sind wir sonst gelaufen, aber auf der Karte ist hier ein Weg eingezeichnet und da haben wir jetzt spontan entschlossen, hier die neue Route zu nehmen. Das sieht gut aus. Ja. Ja doch, eindeutig ein Weg. Da mal wollt man was Neues. Gefährlich. Aber von so was lassen wir uns ja nicht verleiten. Ne? Ah, jetzt sind wir wieder auf bekanntem Terrain. Ja, ein bisschen weniger Wasser drin als vor 3 Jahren. Bleib noch kurz stehen, ich will mein Handy auch noch rausholen. Das würde ich nicht wagen. Darum nehme ich ja deine Schulter. Ja, ja, danke, genau. Schön. Ja. Sonst will keiner meine Schulter in Anspruch nehmen. Die Leute wissen, wie gefährlich solche Äste sind. Wunderbar, der wusste, dass die Kamera läuft. Sind das noch die Folgen von der Flut? Da hat sich hier wahrscheinlich das Flussbett ein bisschen verändert, würde ich mal vermuten. Pass auf, da ist tiefer auf der Seite. Da ist tiefer, ja. Habe ich getestet. Also. Ich bin falsch. Hier gabelt sich der Weg ein bisschen. Da können wir das mal cineastisch ausnutzen. Ja, ja. Genau. Da wird gefilmt, hier bin ich. Welchen Unterschied macht das jetzt genau? Naja. Ja, ist ja heute nicht viel. Normaler Wasserstand. Ja. Wie? Das ist die gleiche? Nee. Ja, aber da ein bisschen mehr Wasser. Das ist nicht so geil. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Das geht jetzt hier auf die Nase. Ich glaube, der korrigiert wieder, dass wir vor der Wehranlage wieder auf die andere Seite kommen. Aber da war eine Spur. Ja, dann haben wir. Das sind jetzt ja 2 Querungen mehr als Ersatz fürs Hochwasser. Das finde ich gut. Ja, man muss was gegen die Schweißfüße tun. Ab und zu mal im Bach durchspülen. Ja, hier ist eindeutig ein Weg. Kommen wir wieder auf die richtige Route. Also etwas anders sieht es schon aus. Sollte vielleicht die Wehranlage in der Flut weggespült worden sein?
das hier ist neu, wir sind doch schon zu weit. Das ist ein Mysterium für einen späteren Lauf. Haben wir jetzt die Wehranlage da übersehen, vor lauter auf den Boden gucken und so? Oder ist die in der Flut weggeschwemmt? Wir wissen es nicht. Wir haben auf jeden Fall was Schönes anderes gemacht heute. Und hier ist auch fantastisch. Ja, hier ist eine schöne Fort, ne? Ja. Damit laufe ich nur wegen Essen, ne? Ja, ne? Ach, zu spät geschwenkt. Zu spät. Ja. Wunderbar. Ich hätte mal eine Frage. Die ewige Gewissensfrage, ne? Ich glaube, hier ist die Furt. Ja, wunderbarer Streckenzustand. Wie heißt das hier? Matschiger Aachen-Marathon, ne? Na komm. Wenn ich eh nur die Hälfte mache, da kann ich ja durchgehen. Und hier ein bisschen aufs Nähast machen. Muss ich gleich mal mit Marc konsultieren, was man. Ja. Fengorn, what madness drove me there? Kommt ja vom Marc, von daher. Achso, das ist ja dieses Militärgeschäft, gell? Und es gibt doch ein paar normale Wege dazwischen. Jetzt wieder den nicht vorhandenen VP, den reiße ich heute nur mal kurz an aus der Ferne. Das ist immer so ein Aufwand, da per CGI dann reinzufuschen. Solange ich die Chance habe, noch mal eine Szene mit normalem Weg. Wunderbar. Oder sowas. Und ist eigentlich total nett und liebevoll organisiert. Das gibt es nicht. Das weiß ich nicht genau, wann der Rahram ist. Ich hab der ist nicht mehr. Aber ich war auch noch. Kamera läuft, kann losgehen. Oben wird es locker. Ja, so kleine Böschungen und sind immer wieder lustig. Vor allen Dingen, wenn der Boden schön weich ist. Warum nicht noch ein paar Höhenmeter mehr? Okay. Ja, irgendwas sagt mir, dass das rutschig ist da. Naja, mit dem Mattlock kein Problem. Angeblich spontan eingefügt. Hier kommt auch langsam aber sicher der Weg wieder zutage. Die Fahrradstrecke ist nur markiert, aber hier ist heute das Türchen zu. Ah, hier ist ein Dreieck hier und anscheinend die Strecke verlegt.
Ist die Stelle nass oder ist die Stelle nicht nass? Die Stelle ist nass. Ja, nach der Phase mit den Bächen haben wir jetzt die Phase mit den Wiesen. Auch heute kommen Güllenanhänger wieder auf ihre Kosten. Und wir haben auch mal wieder die Querung drin. Da brauchen wir uns nicht mit so wackeligen Stegen befassen. Stimmt, und wir kriegen die Gülle wieder von den Schuhen, die wir gerade mühsam aufgenommen haben. Nach dem Torpee komme ich da aber nicht durch. In der Senke da drüben steht schon mal schön Wasser. Sind wir mal gespannt. Ja, da hinten sah es schöner aus. Hier, nein, nicht wirklich. Auf der anderen Seite diesmal. Wunderbar. Doch, alles nach Plan. Ist das schön weich. Bald endet das wiesenlastige Stück. Dann gibt es wieder Wald und Feld. Wollen wir nicht verschweigen, dass wir noch ein Stück Asphalt dazwischen hatten. Aber nur kurz. Jetzt geht's in den Wald. Ist das schön nass hier. So, noch ein Stückchen normaler Waldweg. Dann ist die Runde für mich zumindest beendet. Hat ja super Spaß gemacht. Passt genau in mein Fitnessfenster von der Distanz. Hat sich die Fahrt auf jeden Fall gelohnt.